Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review-Video. Ich wurde als Produkttesterin ausgewählt für den Office Jet 9020. Und das Auspacken hat schon mal richtig gut funktioniert. Der Drucker war in so einer Tüte drin, das ist super. Ich hätte das sonst, glaube ich, schwierig da rausgekickt. So konnte man es einfach rausziehen. Das war gut. Ich habe ihn jetzt schon mal hier hingestellt. Was gleich auffällt, wir haben hier erstmal zwei verschiedene Stecker. Der ist eindeutig nicht für mein Land geeignet. Ich bin eine relativ umweltbewusste Person, deswegen der landet bei mir gleich mal auf dem Müll. Ist vielleicht mal was, was man verbessern könnte. Als nächstes die Druckerpatronen, super, einfach gleich oben drauf und der Strohstecker, den ich brauche. Ganz oben drauf lag dann gleich mal ein Paket mit den ersten Instruktionen. Finde ich super, sieht man auf den ersten Blick das, was man zu tun hat. Wenn man dieses Paket aufmacht, dann fällt einem erstmal auf, aus irgendeinem Grund habe ich das hier zweimal. Könnte man auch, also ist genau identisch, könnte man eigentlich auch einmal weglassen. Dann habe ich hier ganz viele Instruktionen auf Sprachen, die ich nicht brauche. Ist vielleicht von der Produktion nicht anders möglich, aber genau, ist auch eine Sache. Ja, so viel zum Auspacken. Jetzt werde ich mich mal daran machen und melde mich danach nochmal. Hey, ich bin durch mit der Ersteinrichtung. Es hat eigentlich alles super funktioniert. Es gab keine Probleme. Was sehr angenehm ist, ist, dass die Instruktionen, die hier auf dem Display erscheinen, genau übereinstimmen mit den Schritten der Anleitung. Da gab es überhaupt keine Probleme. Ich finde, zum Teil ist es sogar ein bisschen zu viel dargestellt. Also dieser Druckmechanismus zum Beispiel oder hier hinten dann beim Einstellung des Papiers. Also ich habe es mir ganz genau angeschaut und war dann erstmal fast ein bisschen verwirrt. Ah, ich muss nach vorne, nach hinten. Dabei ist es eigentlich ganz einfach und stellt sich alles von selbst ein. Genau. Und also kann man wirklich nicht viel mehr verbessern, würde ich sagen. Das ging jetzt innerhalb von einer Minute, war kein großer Aufwand. Genau. Und jetzt sagt mir der Drucker schon, ich soll die Software beziehen und auch woher ich es beziehen soll. Das probieren wir doch gleich mal aus. Also, ich habe es erfolgreich geschafft, die App runterzuladen. Das war eigentlich sehr stressfrei über diese 123 Homepage. Es hat sofort auch das richtige Serienmodell gefunden über den App Store. War ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich so eine App über den App Store genommen habe. Ich bin jemand, der mit der Desktop-Oberfläche von Windows 10 arbeitet, aber es hat auch so jetzt gut funktioniert. Jetzt fallen einem zwei Dinge auf an diesem Punkt. Es hat sich sofort mit dem WLAN verbunden, aber ich merke das erste Mal, ich habe gar kein Kabel mehr. Ich bin das noch gewohnt. Man hat ja da auch eine USB-Schnittstelle, wo ich mich frage, was ist denn, wenn das WLAN mal spinnt? Wenn ich kein Internet habe, was mache ich denn dann? Es kann ja nicht sein, dass nur weil ich kein Internet habe, dass ich dann nicht mehr drucken kann. Und finde es an dem Punkt als Endnutzer schade, dass hier kein Kabel dabei ist im Lieferumfang. Was man statt dem zweiten Stecker zum Beispiel hätte mitlegen können für einfach die Tage, wo es mal kein Internet hat, die es ja auch ab und zu mal gibt, aus dem einen oder anderen Grund. Punkt 2 ist, ich soll jetzt hier ein HP-Konto erstellen. Es erschließt sich mir nicht ganz, warum, wenn ich davor alle Häkchen entfernt habe, dass man keine Daten von mir sammeln darf, frage ich mich, warum ich jetzt auch für HP nochmal einen extra Account brauche unbedingt. Ist für mich so ein kleiner Wermutstropfen, aber jetzt schauen wir mal. Was kommt, wenn ich hier weitermache? Ich bin jetzt angekommen beim mobilen Drucken und Scannen, habe jetzt hier die App geöffnet. Genau, möchte jetzt praktisch von meiner Cloud, das ist die OneDrive Cloud, ein Dokument drucken. Gehe hier auf Dokumente drucken und jetzt habe ich ein Problem, nämlich habe ich hier vier Auswahlmöglichkeiten, inklusive Facebook und Instagram. Warum, das ist mir jetzt nicht ganz klar, aber meine Cloud ist nicht dabei. Ich kann sie auch nirgendwo hier hinzufügen. Also hier wäre jetzt super, würde ich in ein Einstellungsfeld kommen, dass ich da irgendwie noch zugreifen kann, aber ich habe nicht gefunden, dass ich das irgendwo einstellen kann. Jetzt habe ich es mal andersrum probiert. Das heißt, ich bin auf die OneDrive Cloud. Wenn ich hier dann auf den Druckprofil gehe, dann kann ich hier oben den Drucker auswählen, auch nochmal diverse Einstellungen verändern und dann druckt es mir das Ganze auch problemfrei. Allerdings wesentlich einfacher hier über die Cloud zu gehen als über die App. So,
Wir sind jetzt beim Scannen auf E-Mail-Adresse angekommen. Ich habe hier das Dokument eingelegt, das ich gerne an die E-Mail-Adresse senden würde. Und jetzt probieren wir das mal aus. Wenn ich auf E-Mail gehe, sagt sie mir, mein E-Mail-Profil wurde noch nicht eingerichtet. Ich gehe dann hier auf Weiter, möchte das mit der HP-Software verwenden. Die habe ich ja bereits eingerichtet. So, heruntergeladen ist sie. Wenn ich jetzt hier Drucken, Scannen und Faxen, Scanaktionen und Assistent für Scanner in E-Mail auswählen soll, habe ich hier drüben ein Problem, denn diese Schaltfläche Drucken, Scannen und Faxen gibt es nicht. Ich habe hier HP Instant Ink, hoppala, Instant Link, Dokument drucken, Help Center und nur Scannen. Wenn ich auf Scannen gehe, habe ich hier keinerlei Möglichkeiten, das einzurichten. Wenn ich auf den Drucker gehe, habe ich hier auch nichts, was mir hilft. Dann gehe ich hier oben drauf, komme ich wieder auf die gleiche Schaltfläche. Dann gibt es noch die Einstellungen hier unten und hier ist auch nichts dabei mit E-Mail-Adresse. Also ist mir nicht klar, wie ich da irgendwie in die E-Mail-Einstellungen reingehen soll. Das heißt, ich probiere das jetzt mit der anderen Funktion, mit dem Webbrowser aus. Und gebe jetzt gleich mal die folgende Adresse in den Webbrowser ein. Ich habe die angegebene Adresse eingegeben hier in dem Browser und finde mich jetzt auf der Oberfläche wieder. Der Drucker sagt mir, ich soll auf an E-Mail scannen gehen. Das mache ich hier. Dann kommt die Sicherheitsgeschichte mit der HTTPS-fähigen Version der Seite. Ich gehe auf OK. Und jetzt habe ich das hier. Mögliches Sicherheitsrisiko. Falls Sie die Website besuchen, können Angreifer versuchen, Passwörter, E-Mails oder Kreditkartendaten zu stehlen. Das möchte ich als Nutzer auf gar keinen Fall und damit breche ich den Vorgang hier ab. Und leider sind so beide Möglichkeiten über die E-Mail oder zu scannen und das an die E-Mail zu schicken gescheitert. So, als letztes möchte ich versuchen, wie gut die Druckqualität ist, wenn ich es mal komplett ausreize. Das ist eins meiner Fotos, die im RAM-Format auch aufgenommen wurden, relativ hoch aufgelöst mit sehr viel Details und Farbabstufungen. Und jetzt gehe ich hier oben mal auf das Drucksymbol. Das ist die Windows 10 Foto-App. Der Drucker ist angeschlossen. Ich gehe hier auf weitere Einstellungen. Und will jetzt da mal die maximale Druckqualität rausholen. Bekommen wir schon mal eine Fehlermeldung. Die kam vorhin auch schon mal. Jetzt gehe ich mal hier auf optimale Druckqualität und auf OK. Und es druckt mir das Foto immer noch nicht. Ich habe es jetzt mehrmals versucht, auch den Computer nochmal komplett neu hochgeladen. Jetzt ist sie weg. Da tut sich gar nichts. Also da scheint es Probleme zu geben in der Schnittstelle zwischen der Windows 10 vorinstallierten Foto-App und dem HP-Drucker. Jetzt versuche ich das Ganze mal noch über die Cloud oder über ein anderes Programm. Der Druck, den man jetzt hier sieht, sieht schon ganz ordentlich aus. Wir haben hier eine tolle Schärfe in den Details drin, hier an der Wand und auch hier. Auch die Farben sind stimmig, sieht alles gut aus. Nur bei den dunkleren Farben, da wird es dann ein bisschen schwieriger. Hier an der Wand habe ich hauptsächlich braun. Es sieht ein bisschen aus wie so ein brauner Fleck mit dunkelbraun und sonst erkenne ich da gar nichts mehr. Während hier im Original noch so kleine Sternchen drin sind, so weiße, die kommen hier gar nicht mehr raus bei den dunklen Farben. Sonst aber finde ich die Effekte gut, die Kanten sind scharf. Das sieht alles sonst recht gut aus, aber bei den dunkleren Farben könnte man noch ein bisschen nachbessern. Zuletzt noch ein bisschen was zum Design. Ich finde, der Drucker ist für das, was er kann. Er ist schon ordentlich groß, aber nicht zu groß. Er wirkt von den Farben mit dem Grau so ein bisschen altbacken, finde ich. So ein bisschen wie so ein Klotz, den man da hinstellt. Aber ja, es ist nicht, was mich sonderlich stört, aber.
Könnte man sich ja auch in einer frischeren Farbe versuchen. Die Display-Bedienung ist super, da habe ich gar kein Problem mit gehabt. Die Icons hier oben sind zum Teil ein bisschen sehr klein. Ich konnte immer anwählen, was ich will, aber auch sowas ist ein bisschen nervig, wenn ich dann diesen Mini-Display teilen muss mit 1, 2, 3, 4 verschiedenen Ebenen, dann bleibt eigentlich kein Platz mehr für den Text. Da vielleicht eher oben ausblenden, unten noch eine kleine Schaltfläche hin für zurück oder so. Genau, und zum Teil haben wir dann bei so Dropdown-Geschichten, wie hier bei der Auswahl, das ist dann auch relativ klein. Hier hätte man dann auch noch Platz, um einfach mehr Platz pro Zeile hier noch reinzukriegen. Dann kann ich auch leichter mit meinem Finger draufklicken. Genau, sonst super easy in der Bedienung. Genau, hier ist mir auch schon manchmal aufgefallen, hier muss ich jedes Mal dann hier schwarz-weiß einstellen. Es wäre umweltfreundlicher und auch für den Benutzer besser, wenn hier die Kopie in schwarz-weiß gleich ausgewählt wäre und nicht die Farbkopie als Standard. Genau, das war mein Produkttest. Ich hoffe, dass meine Erkenntnisse für Sie gewinnbringend sind und bedanke mich vielmals für Ihr Vertrauen. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Vielen Dank.